Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu EA Sports Football Club 24. Jawohl, neuer Tag, neues Spiel. Gestern 7:4 gewonnen mit, sage ich mal, oder 6:2 gewonnen mit 2:1 Testspielniederlage nach den Wechseln. Ist jetzt echt, ja, ich bin... Ich bin immer noch in so einem kleinen Schockzustand, weil ich echt sagen muss, Ter Stegen war unfassbar schlecht. Da kriege ich Gänsehaut, wirklich. Da kriege ich Gänsehaut. Das hat mir gar nicht gefallen, die Vorstellung von Marc-André Ter Stegen. Ich hoffe, dass wir nächste Woche gut genug Spieler kriegen, die wir verkaufen können, mit Ter Stegen zusammen, um dann eben Azpilicueta und... Ist wieder abgebrochen, nee. Azpilicueta und Oblak zu kaufen. Weil die Vorstellung von wieder schwarz auf schwarz. Oh mein Gott. Müssen wir uns die rosa Trikots holen? Gut, aber es geht noch einigermaßen, weil das andere schon sehr schwarz-grün ist und wir dann doch eher so schwarz-weiß sind. Bisschen, aber... Sasic, jawoll! 1-0, vierte Minute. Nach vorne prallen. Das ist ja das absolute No-Go. Oh Gott, was macht er denn da schon auf den Knien? Der ist ja auf den Knien schon, bevor der Schuss von Watkins kommt. Oh Gott im Himmel. Ter Stegen wird, das wird eine Farce. Oh Gott, das wird eine Farce, Freunde. Ja, das ist halt auch ein Foul. Schon wieder 10 Meter vor, bevor ich überhaupt den Ball kriege, kommt schon das Tackling und er hat ihn. Selbe hier in die andere Richtung mit Alaba. Wo war denn das? Alles ist so ein Scherz. Hey, die kriegen teilweise für so einen lächerlichen Müll einen Freistoß, das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Halleluja. Was mir auffällt bisher, 90% der Leute stellen sich wirklich einfach nur hinten rein und machen nichts. Und wirklich nur kontern, und wenn der Konter nicht funktioniert, dann lieber Ball abgeben und Ball schnell wieder zurückerobern, als irgendwie Ahnung haben müssen, was man oder wie man ein Spiel aufbauen muss, wie man ein Spiel aufziehen muss. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Und wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, dann einfach Lüpfer spielen, so lange, bis der Ball weg ist. Ja, das war auch eine relativ knappe Situation, würde ich sagen. Und wieder, was, das ist unfassbar, wie viele Bälle wir blocken, die direkt wieder zum Gegner zurückgehen, das ist unfassbar.
Das ist kein Foul. Also das war definitiv kein Ball gespielt, bevor Guijarro da trifft. Schön, du schiebst dich am Verteidiger vorbei und der Verteidiger läuft dann einfach am Ball und an dem, sag mal, an dem Problem, was du eigentlich hast, läuft einfach vorbei. Ich weiß auch nicht, warum Ter Stegen da hinten gerade einen Spagat auspackt. Bitte frag mich nicht. Um Himmels Willen. Ich habe einfach nur noch Angst, wenn der Ball Richtung Tor geht im Moment bei uns. Ja, White, der läuft Martinez einfach zusammen. Das ist völlig wurscht. Okay, das ist... Oh, den haben wir sicher. Also Ter Stegen, da muss ich jetzt schon fragen. Von allen Bällen, die bisher so auf den Tor zukamen, den hast du dann sicher. Was? Warum? Und warum genau den? Mein Gott. Viermal, fünfmal stupst er rein, kriegt ihn nicht. Kommt der Ball nochmal zu uns, stupst er wieder rein, kriegt ihn immer noch nicht. Und am Ende ist der Ball... Ja, das ist halt auch ein Foul. Das ist kein Ball gespielt. Das ist einfach nur meine Spielerin nach vorn geschubst. Und das war's. Lohmann fällt auch durch Zufall wieder. Meine Fresse, Alter. Da drückst du eine halbe Stunde gefühlt auf die Dreiecktaste und dann kommt so ein 5 Meter Rollball raus, Alter. Anstatt dass er einfach Martinez gescheit schickt, wenn sie mit, damit sie die 91 Tempo voll ausnutzen kann. Halleluja. Boah. Gab's irgendwann einen Patch? Weil das Spiel fühlt sich echt an, als hätte man was geändert. Kaum noch so wie letzte Woche und das ist echt unangenehm. Geht schon ordentlich oft drauf, das ist schon schön. Gibt uns manchmal die Möglichkeit, sagen wir mal, dass wir was machen. Oh, und dann geht nicht mal der Abgefälschte rein. Das gibt's doch gar nicht. Wie viel Pech willst du haben? Coronado heute, ja. Das kann gar nicht wahr sein. Boah. Nervt mich das gerade allerbar. Oh, guter Schuss prallt ab und keine Stürmerin zur Stelle. Die sofort sagt hier, ich hau ihn mir rein.
kriegt den Ball geschenkt zurück, weil unsere Spielerin wieder einen Laufweg antäuscht und dann nichts macht. Guijarro schlägt mal zurück. Ja! Das, ja. Das war keine Reaktion, das war einfach nur bei dem Schuss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Parejo. Und wieder. Das gesehen, den Gehfehler an Guijarro? Nicht gegeben. Es, wie gesagt, es fällt auf. Wenn man genauer hinschaut, ab und zu in Situationen, fällt es schon auf, dass Dinge passieren, wo du sagst, geht eigentlich nicht. Von Rolfö. Die fehlt mir jetzt da draußen. Und Engen ist da. Aber das ist Eckball, das ist nicht gut. Das ist das, was wir verhindern wollen eigentlich. Oh, das Ding. Mal auf Position. Jawohl. Jawohl! Dankeschön. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Es ist nur eine Änderung im Sturm vorne. Schöle auf die rechte Seite. Und Thuram einfach sagen, mach einfach das, was du am besten kannst, gegenüberlaufen und dann irgendwie Schlappen hinhalten, Kopf hinhalten, keine Ahnung, irgendwas hinhalten von dir. Funktioniert schon irgendwie. Und genau das passiert auch. Oh, schade, der war schön gewesen. Oh, ich kann sagen, war abseits. Ich habe nur den Pfiff abgewartet, ich habe es gar nicht gesagt. Und dann war so. Der war sicherlich abseits. So hat es von weitem gerochen. Engen. Lange überlegt gestern, nehmen so, boah, Engen raustun wird schwierig. Und dann dachte ich mir aber ganz ehrlich, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, das ist auch abseits, schade, ja, gut gedacht. Abseits ist es trotzdem. Irgendwann wird das im Moment sowieso kommen, wo Engen raus muss wahrscheinlich. Aber wir können hier ihre Objekte mal im Blick behalten. Wir wissen, wie gut sie ist. Sie hat auf jeden Fall schon einen großen Eindruck hinterlassen in diesen paar Spielen, die sie jetzt gemacht hat. Es kommen auch noch ein paar Partien, darf man nicht vergessen.
Hoppa, das war so nicht geplant. Oh, Lohmann, stark. Frag mich noch, wen David Alaba da gesehen hat. Alter, Georgina Stanway. Holt die nächste Ecke raus, der war stark. Alaba hat zwar da irgendjemanden stehen gesehen, der wahrscheinlich einen Ring anhatte von Sauron. Weil der war sehr durchsichtig. Oh, Glück, dass das keine Minute ist. Ja, klar, das hat kein Ball gespielt. Das ist einfach nur in den Gegner reingelaufen und bam, fertig. Da war kein Ball, da war nichts irgendwie fair an diesem Duell mit Rolfö. Das war einfach nur Gegner reinlaufen, fertig. Mehr war da gerade nicht. Loma. Schön. Oh, das ist glattrot, Junge. Das ist glattrot. Das ist nur in die Spielerin. Und nichts. Nichts. Das ist von hinten nur in die Spielerin. Das ist wirklich nur darauf, dass er uns verletzt irgendwie. Da war nichts fair an diesem Ball. Halleluja. Oder an dieser Grätschergranne. Patricia Guiaro. Da war nicht ungefährlich. War wahrscheinlich von der Stärke her zu schwach und dann auch zu weit vom Tor entfernt. Und dann haben wir da immer noch Ingrid Engen stehen. Die langsam wieder zu alter Stärke zurückfindet. Nach dem Wechsel des Verteidigerkollegens oder Verteidigerkollegin. Und dann gewinnen wir auswärts. Das war ein wichtiger Sieg. Und der Sieg gehört eigentlich großteils Marcus Thuram und großteils Patri Guiaro. Nehmen wir so wie es ist. So. Na gut, dann kriegen wir es halt auch noch. Zweiter Sieg in Serie. Schön. Nächstes Spiel wartet schon. Aber es ist definitiv nicht einfach. Definitiv nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt ciao und vor. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüssikowski.